tatsächlich nur eins der großen starken Argumente, die für die Kernkraft sprechen. Man muss sagen, gerade hier Baden-Württemberg, hier die Leute im Umfeld eines Kernkraftwerkes in der Gemeinde, die profitieren sowieso direkt von den Steuern, von dem Geld, was damit erwirtschaftet wird. Es ist aber auch so, dass Baden-Württemberg genauso wie Bayern mit den jahrzehntelangen günstigen Strom auch einen Wohlstand aufbauen konnten, zusammen natürlich mit einer Industrie, die entsprechend von den Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg gefördert wurde und so weiter. Aber ein Baustein für diesen ganzen Wohlstand, der hier aufgebaut wurde, den wir jetzt hier so absolut gewohnt sind, ein Baustein davon ist die Kernenergie. Und die Leute, denke ich, machen sich immer noch zu wenig klar, was passiert, wenn man diese Kernenergie jetzt hier rausnimmt, dass man dann, der Strompreis explodiert ja jetzt schon, das wird nicht besser werden, wenn die Kernenergie abgeschaltet wird. Wind und Solar ist ja angeblich günstiger, aber da wird eben nicht eingerechnet, dass da ein Speicher im Hintergrund fehlt. Ja, also das muss ja mit eingepreist sein. Also Wind und Strom ist natürlich dann billig, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, am besten beides gleichzeitig. Na, dann müssen wir den Strom ja schon ins Ausland loswerden. Das ist also, dann ist er nur dann billig. Was ist denn aber nachts, wenn wir Strom brauchen oder wenn eben wie jetzt dieses Jahr sehr häufig Windflauten oder wenig Wind, dann nützt uns das nichts, dass Windenergie billig ist. Sie ist es unterm Strich nicht, weil sie ja nicht da ist. Genau, und da muss man sich eben klar machen, dass wenn hier die Kernkraftwerke abgeschalten werden, dann wird es hier direkt in den Strompreis reingehen, dass der Strom teurer wird und es wird auch in die Versorgungssicherheit reingehen. Also auch die Stabilität dieses Stromnetzes, es erscheint uns alles selbstverständlich, der Strom ist da, der Strom kommt aus der Steckdose, der ist immer da, wenn wir ihn brauchen. Aber diese Selbstverständlichkeit ist nicht mehr gegeben, wenn wir die Kernkraftwerke abschalten. Weil dann haben wir deutlich weniger grundlastfähigen Strom im Netz. Und dann gibt es Probleme. Es gibt ja sowieso schon Probleme, weil ständig geregelt werden muss. Viel Wind, viel Sonne, Lastabwurf. Gab es vor einer Woche Lastabwurf, dann werden dann die Industriebetriebe abgeschalten, das haben die auch nicht so gerne. Gut, die kriegen Geld dafür, wieder Geld, Strompreis, aber es ist auch die Versorgungssicherheit. Und das ist das, was sich viele eben immer noch nicht klar machen, wo jeder irgendwie jetzt dazu aufgerufen ist, nochmal mit dem Passanten oder überhaupt in seinem Umfeld ins Gespräch zu kommen, was uns alles wegbricht mit der Kernenergie. Also das geht uns richtig in die eigene Tasche, ins Geld geht es uns und wir erhöhen eben das Risiko für einen Blackout. Ja, und das müssen wir verhindern und unser ganz großes Motto, unter das wir das eben stellen, ist der Kampf fürs Klima. Okay, also nutzt die Zeit, während wir hier noch in der Passage sind, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir haben super starke Argumente und ja, man muss auch wissen, dass wenn gerade hier dann Leute mit dem Argument Atommüll kommen, muss man ihnen sagen, sie wissen schon, was hier in der Nähe oder hier im Untergrund in einem Salzbergwerk eingelagert ist. Das ist nämlich hochtoxischer Chemiemüll. Der ist hier eingelagert. Also hier braucht man sich die Frage nicht stellen, was ist mit dem Atommüll? Ja, den könnte man vom Prinzip her einfach dazustellen. Ja, der ist sogar weniger und der ist auch gut verpackt. Ja, und der macht jetzt erstmal keine Hudeleien, wenn wir den jetzt einfach abstellen und dann können wir immer noch weitersehen. Ne? Deutschland hat mal jahrzehntelang an schnellen Brüdern geforscht. Das ist alles mit einem Hochkommen einer gewissen Bewegung, alles niedergemacht worden, es gibt keine Forschung mehr. Sonst hätten wir jetzt schnelle Brüder, die unseren Atommüll verbrennen könnten. Na, wenn man das will, kann man das machen. Wenn man das nicht will, jedenfalls haben wir auch für den Atommüll gute Argumente, um jetzt nochmal ins Gespräch zu kommen. Okay, ansonsten treffen wir uns 13 Uhr nochmal auf den Atombuckel wieder, für ein bisschen Sport, wer da Lust drauf hat. Ah, zum Atommüll. Ich habe das jetzt nur mal kurz angerissen, weil ich eigentlich nur sagen wollte, werdet nochmal aktiv, sprecht nochmal mit Leuten und ja, Moment. Und ich wollte nur nochmal, der Zeitplan sieht so aus, 13 Uhr Atombuckel für Sportfreunde, schwimmen gehen, Bizeps zeigen vom Containment und 14 Uhr ist dann in Neckarwestheim auf dem Parkplatz vor dem Kernkraftwerk, haben wir dann 14 Uhr bis 16 Uhr die nächste Kundgebung.